Hallo und herzlich willkommen bei Retro Gaming. Ich bin heute mal wieder auf den Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel The Walking Dead No Man's Land. Viel Spaß! Okay. Und es geht wieder los. Mit The Walking Dead. Das ist jetzt auch neu. Jetzt kann ich mir von anderen Leuten die Sachen ausziehen und denjenigen anziehen. Okay. So könnte ich halt immer, wenn ich mit denen ich das spiele, den verstärken. Kostenlos. 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 Noch mehr kostenlos. Keine mehr aufleveln? Doch. Ah, ich habe zu wenig Ressourcen, deswegen. 11. Ein 10er. 3 Level 10er habe ich noch. Okay, okay, okay. Verkehr. Da brauche ich was Gutes. Ah, hier auch. Jacqueline. Hier ist einer für 4. Können wir den hier löschen? Ja. Zerlegen. Ah, hier auch so was. Naja. Dann will ich mal jetzt sagen, das ist auf dem Schwarzmarkt. Einen kostenlosen Funk können wir machen. Den können wir natürlich nicht gebrauchen. Deswegen nehmen wir die Punkte. Wie viele Funkgeräte habe ich denn? Funkgeräte habe ich 4 Stück. Okay. Ah, ich muss ja die auch noch. Okay. Ist schon eine Quest fertig. Verteile das Lager 10 Mal. Okay. Töte. Also, töte Weißer mit Abraham und gewinne Herausforderungsmodus 8-mal. Also, ich jetzt mit Abraham spielen und Herausforderung. Mission starten. Herausforderung. Mein Team aufstellen. Maggie, du bist heute nicht dabei.
Heute bist du dabei, Abraham. Und wir sind die beiden dann da. Ja. Oder wollen wir alles niederschießen? Nee, das passt schon. Ich hoffe, ich kriege eine gute Runde, wo ich nur alle drei positionieren muss. Und die Zombies dann allein auf mich drauf zugerannt kommen. Den schauen wir jetzt hier dahin. Das heißt, er wird gleich nun automatisch von allein schießen. Schießt, kommt die Leiste, dass ein Zombie mehr kommt. Aber das war ja nur so eine Runden-Dingens, wo es egal ist. Da, da, hier. Jawohl. Schauen wir, wie die nächste Runde ist. Oh. Noch an. Es kommen immer mehr. Könnte ich ganz locker schaffen, dass Abraham über 30 Zombies tötet.
Ah, schön. Zwei Quests abgeschlossen. Jetzt muss ich nur noch 6-mal eine Herausforderung gewinnen. Geht das auch, wenn ich den nochmal gewinne? Ich glaube nicht. Warte mal, ich probiere es trotzdem mal aus. Also zwei habe ich schon gewonnen. Jetzt kommt ein kleiner Test. Ich dachte, die kriegt er auch noch mit. Anscheinend nicht. Schauen wir mal, ob das auch mit gezählt hat. Oh yeah, ein Walkie-Talkie. Oh yeah, und die silberne Truhe. Es wird mitgezählt. Also eigentlich könnte ich jetzt die erste hier ganz schnell durchspielen. Damit ich nicht auf der schwierigen Stufe komme, aber wenn ich um 8 vorgehe, komme ich immer eine Stufe schwieriger. Und so wäre es halt immer leicht. Aber egal. Egal, egal, egal. Wieder rundenbasiert. Okay. Kein Problem. Oh, das wird jetzt viel. Ah, jetzt muss ich die Tür aufmachen. Wenn das, meine ich, ein Fehler von mir war.
aber alles gut. Alles gut. Eine silberne Truhe, die ist offen. Perfekt. Ein Gewehr. Schauen wir mal die nächste Strecke an. Was heißt Strecke? Die nächste Runde. Ist ja kein Rennen, ne? Obwohl eigentlich schon eher Rennen gegen die Zombies. Aber dem muss ich aufpassen, da darf kein Nahkämpfer ran. So ein Mist. Gab es da nicht was, um den Blutungsschaden wieder aufzuheben? Ah, doch. Ah, da ist nur einer. Schnell zurück. Jetzt schießt er mal. Nein, schießt er nicht. Ein, zwei. Ich könnte den auch hier hinstellen. Jetzt schießt er aber. Ach, nur auf die. Ach, das reicht mir. Nur zwei Sterne. Schade. Okay.
Dann müssen wir die Runde nochmal spielen. Damit ich das dritte Sternchen bekomme. Abraham ist verletzt, der darf nicht mehr mitspielen. Dafür nehmen wir jetzt Daryl. Mission startet. Weiter. Sechs. Ich muss noch zwei Runden. Da ist ein Zombie drin, also irgendwie, ne? Da ist auch ein Wald, ja. Wow! Das ist ja mal unfair hier. Thank you.
Dort ist der Eingang fürs zweite Radio. Okay, noch weit genug weg. Zack, weg ist er. Da liegt er. Und da schnell reinrennen. Nichts Radios. Noch eins? Oh, da oben. Da war auch ein Zombie drin. Da ist er. Zack. So ein normaler Zombie. Ach, da hinten auch normal. Ich dachte, das wäre ein besonderes. Danke, was ist das da? Ah, ein Digger. Bam, auch down. Radio aus. Aber ich muss die Runde nochmal spielen. Weil ich nur 2 Sterne kriege. Das ist so traurig. Jakob ist weg. So, und nochmal. Jakob, du bist disqualifiziert. Wir nehmen jetzt... Nimm mal Sally. Sally ist gut. Die hat nur 2 Sterne. Ist eigentlich mit einer meiner schlechtesten. Die man kann ich nicht rausnehmen aus dem Team. Also die beiden sind mittig. Das sind die beiden schlechtesten mit. Hier habe ich doch noch einen gehabt oder nicht? Ne, nur 2. Okay. Das sind beide die schlechtesten. Danach kommen die beiden. Und dann kommen diese 3. Und zur Verteidigung habe ich meine Starken drin. Um meine Basis zu verteidigen. Okay, aber jetzt nehmen wir erstmal mit Hector, der ist so wie Abraham. Oh, Sally? Na gut, dann nehmen wir Sally mit.
Okay, hinten ist alles grün. Der Dicke gleich da. Warum ist er nicht wieder oben in der Ecke? Aber es hat gereicht. Zack. Ach, achso, ich hatte jetzt Sally gehabt. Naja, ist egal. Muss sowieso noch mit Daryl runterlaufen, ne? 3 Sterne. Und die letzte Quest fertig. Soll ich noch 25 Gold bezahlen? Für die anderen 3 Truhen sind noch 2 Silbertruhen dabei. Komm, machen wir das. Egal. Gut, das war die letzte Quest. Dann mal schnell gucken, was ich da in Lara machen kann. Erstmal hier ein paar Zombies killen. Da, 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 da. Noch jemand? Nein? Okay. Dann schauen. Können wir ein Gebäude aufleveln? Ich glaube nicht. Aber ich kann Jolanda auf Leveln trainieren. Let's go. Jolanda. Und hier haben wir nichts Neues. Hier haben wir 2 Gewehre neu, die ich zerlegen kann. Ja. Okay, nochmal hier schauen. Verbessern. Wieder ein Zombie fangen. Oder verbessern. Ich habe 25.000. Ich bin immer ein Koloss. Nee. Ich probiere erstmal mehr. Dann fangen wir noch ein Zombie. So, haben wir gemacht. Jetzt haben wir 8 Beißer. Und wir verstärken. Ah, wir verstärken den hier, oder? Schauen wir, was die anderen kosten. 3000. 3000. Und dann überlegen. Das ist der preiswerteste von allen. Was haben wir denn hier noch? Können wir da noch einen Gegner angreifen? Verteidigung ist gut. Protokoll verloren, verloren, verloren. Ich werde, da habe ich einmal gewonnen, ja. Ach, da habe ich angegriffen, deswegen. Nach meinem letzten Spiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wurde ich 7 angegriffen. Schweinerei. Okay. Belohnungen haben wir gerade schon gemacht, ne? Ja. Genau. Außenposten angreifen. Ich werde natürlich nehmen. Die beiden sind gut.
Und Jolanda darf nicht mitkommen. Dann nehme ich noch Hector mit. Macht Flächenschaden. Oder, warte mal. Ramon. Nee, Hector ist besser. Hector. So, Angriff. Level 9er. Ich bin Level 11. Okay, dann schauen wir jetzt mal. Wir haben einmal hier den. Scheinen hier so ein paar Zombies zu stehen. Ich habe nur 7 Runden Zeit, ja. 7 Runden. Der lebt ja immer noch. Ach, eine Zeit läuft jetzt mal dabei. Jetzt kommt der Alarm. Und jetzt fangen die an zu schießen. Den mal hier hinten verstecken. Ja, ich weiß. Okay. So, dann stellen wir den dahinter und schießen einmal. Stellen wir dahin und schießen nochmal. Der ist jetzt down. Meiner auch. Oh, Daryl ist dran. Drei Züge verblieben. Ein Zug oder zwei Züge. Das war knapp. Aber ich hab's geschafft. Drei Sterne gekriegt. Shit. Haben wir jetzt mal auch 3 Sterne? Bestimmt, oder? Jawohl. Auch hier nur 1 Stern. Gut. Dann haben wir das auch. Und dann mal gucken, die Leute werden geheilt, die verletzt sind. Da kam ja nichts Neues dazu.
Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Spiel verlassen. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.